Hallo zurück. Wir wollen uns jetzt nochmal anschauen ein Streudiagramm oder eigentlich XY-Plot und so mag ich das nicht. Ich nenne es immer YX-Plot, weil das sozusagen von der Leserichtung ist. Und was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Wir haben uns ja Histogramm und Boxplot angeguckt und da haben wir uns immer eine Variable angeschaut. Das ist ganz wichtig. Häufig verwirrt man das und sagt, oh, warum, was ist denn jetzt hier los? Ich habe ein Histogramm, ich habe ein Boxplot. Wo ist das, weil man so kennt so Regressionsgrad, ne? Also man hat irgendein Y und hat man ein X, das kennt man aus der Schule. Und das sind sozusagen zwei Plots, die machen nur 1D sozusagen. Also die nehmen eine Spalte, kippen die meistens um 90 Grad. Ne? Also wir nehmen die Spalte Anzahl Flöhe und kippen die dann rum und gucken dann an, wie diese Anzahl Flöhe-Spalte verteilt ist. Also wie häufig eine Zahl ist, wie oft irgendwas springt. Und das ist immer so ein bisschen verwirrend. Und häufig, das Streudiagramm ist das, was man so erwartet, wenn man eine Abbildung sieht, weil man hat ein Y und man hat so ein, man hat ein X. Ne? Deshalb Aktenzeichen XY auch ungelöst. Ich weiß nicht, wenn du das kennst, ne? Eduard Zimmermann versucht seit 50 Jahren rauszufinden, was ist das Y und was ist das X. Das ist ganz wichtig. Das kommt später noch bei der Modellbildung. Hier wollen wir das erstmal so ein bisschen, hier geht es erstmal noch um Hammer und Nagel, richtig rum zu halten. Kommt später nochmal. Aber wichtig ist immer, was ist das X, was ist das Y. Also was wollen wir auf das Y packen und was ist das X? Und häufig, um sich dem bewusst zu werden, weil wir es später im statistischen Modellieren brauchen, Zukunft. Da ist die Zukunft. Deshalb ist es mal ganz wichtig, das mal abzubilden, weil es, was soll abhängig sein von was? Und was ist das Y und was ist das X? So. Und jetzt eine Sache, um das wirklich schön mal zu machen, ist ein Streudiagramm. Passt nicht immer, weil ein Streudiagramm ist was ganz Wichtiges, kommt auch später in der Regression, linearen Regression und allem möglichen Kram. Das Streudiagramm. Gucken wir mal rein. So, das Streudiagramm, oben steht schon, oder YX-Plot. Eigentlich gibt es den auch als XY-Plot. Wie soll man sagen, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also was ist die grundsätzliche Idee dahinter? Wir haben jetzt endlich mal ein richtiges Koordinatensystem. Das heißt, wir haben hier irgendwie ein X und wir haben hier irgendein Y. Und damit wir das hier auch gleich mal haben, in R schreibt man Y wiggle X. Also Y hängt ab von X. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, weil wir hier nur ein X haben, schreiben wir hier eine 1 hin, ne, indem wir sagen, indem wir was sagen, überlegen, also das kann man das zum Beispiel hier mal x2 nennen und jetzt geht's los. Also Flöhe jetzt hier auf y zu machen, also dann haben wir hier unten 0 und hier oben 1 und dann gibt es auch, machen wir jetzt aber erstmal nicht. Also dann würde ich mal sagen, wir machen mal weight ist unser y. Und das ist eine gute Frage, das kann man jetzt auch gar nicht so allgemein beantworten, was jetzt y ist und count ist x. Das heißt, wir würden hier so 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dann würden wir hier unten sozusagen unser Count hintragen. Das ist unser Y, das ist unser Weight. Und unser Weight würde, da müssen wir mal gucken, also machen wir mal hier so 5, 10, 15, 20, sowas. Ja. Und dann können wir dort unsere Beobachtung eintragen. Also wir, wie viel Beobachtung haben wir denn? Also wie viele Punkte müssen wir denn jetzt hier eintragen? 7. Weil wir haben n gleich 7 Beobachtungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Upsi. Das heißt, wir müssen jetzt hier 7 Punkte eintragen. Und wo kommt jetzt der erste Hund hin? Also erstmal ignorieren wir das hier.
Der erste, ach so, das ist ja relativ einfach. Also wir müssen wahrscheinlich, Count ist 5 und Weight ist 7,9. Das heißt, hierhin. Und der zweite Hund kommt bei 11 und bei 13 irgendwas. Und der nächste ist 10, 12, hier irgendwo. Der Hund 17 hat, nee, der Hund 17, der Hund 4 hat eine Anzahl von 17, irgendwo bei 18. Oh, sind hoch. 7 hat 9, also 7, also 6, 7 hat irgendwas hier um 9. 2 hat 2 irgendwas und 4 hat auch irgendwas um die 2. So. Und das ist, würde man auch einen Scatterplot nennen. Im Englischen. Streudiagramm, Scatterplot, XY-Plot, aber eigentlich YX-Plot, weil man hier natürlich ein Y und hier ein X hat. Ne? Das ist halt so. Aktenzeichen XY ungelöst. Was ist was? Und das ist eigentlich ein zentraler Punkt, weil wenn man natürlich jetzt hier drei Variablen hat, dann muss man sich überlegen, was ist X, was ist Y? Und Animal kann es nicht sein, weil welche Zahl hat eigentlich Animal? Hat Animal eine Zahl? Ja, Animal hat eine Zahl. Denn alle Wörter haben eine Zahl. Animal ist immer 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Das muss man schon mal lernen, weil später können wir, wenn ein Computer mit irgendwas rechnen soll, das brauchen wir später in R, aber hier auch schon, Dog hat eine Dummy-Variable, das nennt man Dummy-Variable, intern. Und das ist 1. Das können wir als Mensch, können wir das sozusagen umgehen, indem wir einfach Doc hier raufschreiben, weil ich kann ja hier einfach Doc hier hinschreiben und dann könnte ich hier ein Boxbird hinmalen. Das kann ich, aber ein Computer kann das nicht, weil der weiß ja nicht, was Doc sein soll. Der muss das in eine Zahl verwandeln und dann weiß er, an Position 1 ist es Hund. Kommt später aber nochmal, aber erstmal keine kurze Abschweifung. Kann man ja nochmal wiederholen. So, das heißt eigentlich, in diesem Video wollen wir jetzt sozusagen sehen, dass das ist sozusagen, wir müssen irgendwie, das ist ein Streudiagramm, wir zeichnen sozusagen XY auf, XY und jeder dieser Punkte ist eine Beobachtung. Ne? Das ist hier nochmal 5, das ist hier Hund 1, ne? Dog 1. Und deshalb haben wir auch nur 7 Kreuze hier drin oder 7 Punkte, je nachdem, weil wir nur 7 Hunde haben. Das ist also relativ straightforward. Die kennt man eigentlich auch aus der Schule, diese Art der Streudiagramme. Die Sache ist nur, dass man hier eben, wenn man das so nacheinander macht, dass man hier nochmal so für sich kommt, das ist halt 2D. Hier gucken wir uns die Abhängigkeit von zwei Variablen zueinander an. Hingegen wir uns beim Boxplot und Histogramm einzelne Spalten der Variablen angucken. Und hier sehen wir ja auch, wenn Sie jetzt gleich nochmal vielleicht nochmal gucken, dass anscheinend mit steigender Anzahl der Flöhe auch das Gewicht ansteigt. Ja. Und da kann man sozusagen Abhängigkeiten zwischen Variablen erkennen und diese Abhängigkeiten, meistens auch Korrelation genannt, aber in der Statistik hat das eigentlich eine andere Bedeutung. Also diese Abhängigkeiten zwischen zwei Variablen können wir in einem Streudiagramm uns anschauen und dann eben modellieren. Und modellieren wäre dann sozusagen da eigentlich stumpf eine Linie durchzuziehen, also eine Gerade dadurch. Damit man es auch schon mal gehört hat. Ne? Wiederholen hilft ja nur. Genau, also das wäre sozusagen das Streudiagramm. Zwei Variablen miteinander vergleichen, wenn sie kontinuierlich sind. Naja, das ist klar. Das haben wir ja so ein bisschen gesehen. Müssen wir dann nochmal in R gucken. Soweit erstmal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.